Einen wunderschönen guten Tag, liebe Barschalarm-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Barschalarm. In dieser Episode sind der Erik und der Hannes auf dem Kleinsee mit dem Schlauchi unterwegs. Das Ding ist neu, ne, war noch nie im Wasser. Jetzt gucken wir mal, wie schnell wir sein können. Ich finde, das sieht sehr gut aus, wie du das machst. Sehr wertig, auch das Ding. Gefällt. Sieh, Junge. 80 cm Innenraum, 82,5 glaube ich. Das ist echt vom Vorteil, im Gegenüber zu üblichen Schlauchbooten mit 60 cm. Ist es so, 60 ist normal. 60 ist normal, man kann hier super Tackle-Taschen reinstellen und hat immer noch genug Platz zum Angeln. Zu erwarten sind hier Riesenbarsche und davon gilt es, einen zu überlisten. Es kann heute alles passieren, Leute, und es wird was passieren, weil wir sind Barschalarm. Ist es nicht schön? Also ihr seht es, vielleicht habt ihr es gesehen, das Gewässer ist sehr flach, sehr krautig. Da unten ist eine Schlammschicht, auf diesem Schlamm ist das Kraut. Heißt, wir können gar nicht am Grund fischen hart, sondern müssen da drüber gehen. Und heute werden die Mittel der Wahl erstmal sein, Chatterbait und Softjerk. Jetzt habe ich aber noch eine grundlegende Frage. Glaubst du, wir angeln im Sitzen oder im Stehen? Ich angle hundertprozentig im Stehen. Viel, viel bessere Köderkontrolle und Animation. Bei mir stellt sich noch die Frage, wo ich mich hinstellen soll. Auf die Bordwand oder auf meine Tackle-Tasche? Glasklares Wasser, maximale Sonneneinstrahlung, Dämmerungsphase verpasst wegen Bootsaufbau und Dämmerungsphase eigentlich auch um 4 Uhr morgens Ende Juni. Aber wir werden unser Bestes geben, euch und uns mit ein paar schönen Fischen zu belohnen für diesen wunderbaren, morgendlichen, sportlichen Tagesauftakt. Oh, Fehlbiss? Nicht da. Nachdem der Erik jetzt mit dem ersten Wurf schon einen Fehlbiss gekriegt hat auf dem Chatterbait, habe ich meinen Softjerk ausgetauscht, auch ein Chatterbait drauf gemacht, einen super leichten 5 Grammer. 7 kann ich mit der Rute auch noch fischen. Zur Rute kommen wir nachher noch. Jetzt erstmal die Frage, stehen oder sitzen. Ich bleibe sitzen deshalb, weil ich glaube, zwei mobile Angler auf diesem Miniboot. Ich hoffe, dass Erik baden geht und nicht ich. Also das hoffe ich wirklich. Ich hoffe es nicht. Aber die GoPro ist wasserdicht. Ich finde es witzig. Ihr bestimmt auch. Hast du einen Johnny Walker? Mhm. Ich will mal nutzen. Mhm. Jetzt. Boah, schöner Fisch. Es ist ein Barsch. Das Boot wird mit einem Barsch eingeweiht. Was ja prinzipiell das Beste ist, was man mit Booten machen kann. Petri! Der erste Barsch im Boot, Leute. Geil. Ganz klare Sache. Tolle Kombination. Also, die kleine Nadel. Jetzt haben wir hier dieses Skirt. Vorne vibriert das Blatt brutal, macht halt Druck. Und hinten ganz feine Vibrationen schlägt dieses Ding hier aus. Macht sie halt wahnsinnig. So, der erste Fisch ist im Kasten. Was sich gut entwickelt hat, ist, dass jetzt manche Teile des Gewässers so leicht angekrisselt sind. Ne? Wir haben jetzt eine Windstärke 1 schätzungsweise oder maximal eine 2. Und manche Bereiche sind halt windgeschützt vom See und manche sind ein bisschen offen. Und wenn ihr mal an einem glasklaren Gewässer seid, flach und die Sonne strahlt rein, dann sucht euch auf jeden Fall die angekrisselten Teile und lasst erstmal, selbst wenn die Topspots in diesem ruhigen sind, ist es immer schwierig, Fische da zu fangen, wenn die Oberfläche komplett glatt ist. Also selbst so ein leichter Ankrissler ist ein absoluter Gamechanger. Sehen sie einfach nicht so gut, immer besser. Da kommt irgendwas hinterher. Oh, Fehlbiss! Was für eine Attacke! Da ein ganzer Schwarm. Wahnsinn. Und die knallen drauf. Oh, jetzt hängt er. Oh, Wahnsinn.
da ist das Ding. Im Mundwinkel gehakt. Ich will hier mal ganz kurz abhaken. So wie es sein muss. Brachialer Barsch. Schick mal deine Uroma bitte. Einfach gut geangelt auch. Einfach mega. Da kommen Fische. In der Größe müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Oh, da hing einer. Diese Mini. Johannes, wir werden mal den Spot wechseln. Ach. Wir suchen mal ein paar größere Fische. Weil die müssen wir ja nicht verangeln, die sind ein bisschen zu klein noch. Was kümmert uns unser Geschwätz von vor ein paar Minuten? Voller Kurs auf die windberuhigte Zone. Nee, wir fahren hinter die Insel. Wir haben ja so eine kleine Insel im See. Ist natürlich jetzt hier windgeschützt. Und wie Johannes schon gesagt hat, fahren wir jetzt wieder in den Bereich, wo der Wind drauf drückt. Weil das Licht ein bisschen gebrochen wird und die Fische uns vielleicht nicht ganz so schnell sehen. Aber die Sonne steht extrem hoch, also müssen wir uns schon echt anstrengen bei der Köderführung, um dann noch einen Fisch zu überlisten. Oh, jetzt hab ich da. Schon wieder. Das ist ja unfassbar, was du da rauszimmerst. Wie sage ich es immer so schön? Leute, keine Angst vor großen Ködern. Unfassbar. Das ist natürlich ein Spaß. Gibt's doch nicht, oder was denkt sich dieser Barsch, wenn der das Teil angreift? Boah, schön, schöner Fisch. Naja, schöner Biss zumindest. Makellose Barsche. Voller Angriff. Macht aber voll Spaß. Ist halt toll in dem glasklaren Wasser. Ich habe jetzt schon zweimal einen Barsch und meinen Chatterbait 3 Meter vorm Boot attackieren sehen, wie die weiße Schnauze kommt. Richtig geil. Macht voll Laune. Und vielleicht gar nicht so schlecht. Ich fische hier durchgehend Fluorcarbon. 21er. Im glasklaren Wasser natürlich auch nicht so verkehrt. Da können sie schön reinlaufen, haken sich nicht direkt selber. Oh, schöner Fisch, apropos. Uiuiui. Oh, Hecht. Neue Spezies, Johannes. Schöner Fisch, sagt er. Das hat er doch gut gemacht. Also, wie gesagt, durchgehendes 21er Fluorcarbon. Bisschen Geschwindigkeitswechsel, ist halt in diesem flachen Ding, ne, ist so ein Chatterbait, der geht ja, die Fische müssen nicht großartig hochkommen, das ist ja nur 1,50 Meter zu überwinden, kann ich gar nichts falsch machen, einfach durchkurbeln, immer mal eine Pause machen. Oh, ne, weg, oh, shit. Fisch. Kleiner Hecht, ja. Nein! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hatte einen Barsch drauf. Ne. Doch! Und da hat der Hecht drüber gegriffen. Ihr seht's hier am Offset und hier hinten sind die Cuts vom Hecht. Hammer! Vielleicht hat man es auf der GoPro gesehen. Wahrscheinlich. Der arme Fisch. Lass ihn frei. Gerade noch mal gerettet vom Hecht. Wie die ganze Zeit einen kleinen Schniepi-Hecht. Dann kommt da ein Barsch drauf und dann. Und das ist der nächste. Und hing am Schwanz. Und auf einmal knallt der Hecht hinterher. Unfassbare Szenen spielen sich hier ab. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Und wieder ein Hecht. Ich glaube ein Hecht. Komm, mach's noch mal wieder, Kollege. Ah, nicht ganz so gut. Ja, doch. Hat er auch hingekriegt. Perfekt, Leute. Bitte, Johannes. Danke, Mensch. Der Chatterbait. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gesoftjerkt. War auch lustig, weil man sieht halt so schön, wie die Fische da hinterherkommen durch dieses flache Wasser. Macht auch voll Spaß. Der läuft dann ganz flach, zuckt dann so da unter der Oberfläche, macht die Fische natürlich tierisch heiß.
Gab aber jetzt keine großen Fische drauf. Und der Chatterbait erfischt sich halt aus meiner Sitzposition ganz hervorragend. Fischern. Ist ein bisschen stumpf, könnte man sagen. Ich kann hier so easy aus meiner Sitzposition Barsch auf Hecht verhaften. Einfach nur durchkurbeln. Macht sich gut. Wo wir bei der Tackle-Minute wären. In der heutigen Tackle-Minute möchte ich euch nämlich mal vorstellen, die kurze BFS Twitch and Play. 3 bis 10 Gramm Wurfgewicht, Länge 2,1 Meter. Ganz feines Teil, wirft halt diese kleinen Köder wirklich weit. Und jetzt habe ich halt eben mal geschaut, ob die Wucht hat, einem Chatterbait zu begegnen, weil da kommt ja viel Druck. Und der 5 Gramm Chatterbait geht so gut, dass ich sagen würde, auch 7 Gramm würden gehen. Rute ist super leicht, schön straff, lädt sich aber schön für die kleinen Köder, sodass tolle Wurfweiten möglich sind. Absoluter Fun-Stock, ausgestattet, Achtung, zum ersten Mal in meinem Leben, mit einer Diver-Rolle. Was soll ich sagen, kann man auch fischen. Funktioniert, musste ich mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf einstellen. Neues Bremssystem im Vergleich zu meinen Shimanos. Aber nachdem ich es jetzt echt ein bisschen probiert habe hier und nochmal ein bisschen nachjustiert habe, keinerlei Tüttel, schöne Wurfweiten. 21er Momoi. 21,5er, fein gemessen, 27er Stahl, 6 Kilo, kurz, kleiner Einhänger, Micro Ring. Super Setup, macht mega Spaß. Ich glaube, meine andere Route wird heute nicht viel zum Einsatz kommen. Oh, wieder so ein toller Wurf. In Verbindung mit dem Chatterbait des Fluocarbon. Das Fluocarbon ist ja dann schön gestreckt, deswegen merke ich jeden Biss. Da durchsichtig, leise, macht sich einfach super. Oh, ist das milchig. Sehr krass. Leute, ihr wisst's nicht, aber ich sag's euch, der Erik ist unter anderem auch, also er ist Student, aber halt auch bei den Müritzfischern angestellt, hat da lange, lange Jahre. Mittlerweile das fünfte Jahr. Nicht dein Ernst. Mein kompletter Ernst. Also seit 5 Jahren am Start bei den Müritzfischern. Deswegen kann man ihn auch wunderbar gebrauchen, um mal eine Fachfrage loszuwerden, wenn es um Fische geht und Gewässer. Und jetzt folgendes Phänomen. Das ehemals glasklare Wasser, also was vor 100 Meter noch glasklar war, ist hier milchig, grün-gelb, Ocker. Wie kommt's? Wir haben ja in dem Gewässer das Phänomen tatsächlich, dass hier Karpfen drin sind und die wühlen den ganzen Grund um. Wir haben ja auch jetzt kaum noch Kraut, wenn man mal ins Wasser guckt, wenn man den Grund so erdeuten kann, mit der Polbrille sehr gut einzusehen. Und die wühlen den ganzen Grund um nach Nahrung und deswegen ist das so milchig. Und jetzt hoffen wir haben jetzt ein bisschen mehr Wind noch, dass wir vielleicht hier dann mal einen besseren Fisch fangen können. Oh. Na, oh, weg. Dran. Der Barschpapst bleibt seinem Namen treu. Der Cheddar-Papst heute. warum wechseln, wenn es funktioniert, oder? Ich habe echt die Hoffnung, dass da noch was Größeres einsteigt. Weil das wunderschöne Barsche hier sind. Traumhafte Fische. Dann stellt man die Route beim Chatterbait-Angeln, ne, könnte ich ja so ausrichten, das wäre natürlich falsch. Die Fische müssen schon in die Route reinlaufen können, deswegen einen guten Winkel wählen zwischen Schnur und Rutenspitze. Und dann laufen die da wunderbar rein und dann brauche ich gar nicht groß anhauen. Oh. Jo, was? In diesem Moment wieder bewiesen wäre, dass das immer mal zu einem Fehlbiss kommt. Oh, da kamen noch ein paar bessere hinterher. Ehrlich. Dass das immer mal zu einem Fehlbiss kommt, ist natürlich auch völlig normal. Aber da hinten sind sie jetzt echt fett am Start. Boah,
zieht so schön die Rutenspitze rum. Das sind halt kleinere Fische. Da gibt es halt mal einen Fehlbiss. Die müssen sich ja auch ein ordentliches Paket hier reinlurchen. So ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt nur voll kleinbarschgerecht ist. Das ist 6 cm Stick. Wenn sich das dann alles so ein bisschen streckt, dann streckt sich das auf fast 10 cm. Was für so ein Mini-Barsch schon eine Challenge ist. Oh, schade, ich wollte gerade mal die Schleien filmen. Sind da welche? Mhm. Da sieht man nur durch die Polbrille. Noch ganz kurz zur Schnurfrage. Ich habe mich bei dem Chatterbait jetzt und hätte jetzt auch gesagt, dass ich hier vielleicht mal einen Crankfish oder vielleicht sogar auch mal einen Twitchbait durchjag. Und da bin ich mit der Fluocarbon-Schnur in allen Bereichen super aufgestellt, finde ich. Der besondere Vorteil beim Chatterbaiten und beim Crankbaiten ist halt, da rüttelt es ja ordentlich. Den ganzen Tag rüttelt es an dir rum, weil der Köder so ruckhaft läuft oder beziehungsweise so stark vibriert. Und das Fluocarbon puffert das halt so ein bisschen ab. Bist du nicht die ganze Zeit voll feinnervig in jeder Vibration drin. Auch schön. Also macht sich echt gut. Und im Drill sowieso. Eine stehende Schnur beim Barsch, beim Hecht, bei allen Fischen eigentlich. Wenn sie denn hängen, dann haben sie es echt schwer, sich auszuhebeln. Oh. Bis vor der Haustür, da wäre fast. Das hätte man Kameramann abgeschossen. Das hat sich aber besser angehört. Hoi, hoi, hoi. Oder hast du den Fisch gesehen? Nee, aber ich bin erschrocken. War in meinen Erzählungen verhaftet. So, also. Dann ist Fisch auf dein Ding. Auf den Popper. Nicht dein Ernst. Ey, und das war, glaube ich, das war ein guter Fisch. Ich denke, das wird wohl ein Barsch jenseits der 30 gewesen sein. Krass. Jetzt ist mal wieder einer reingechattert, Leute. Ich sehe die Streifen eines wunderschönen Barsches. Hat einen richtigen Buckel schon für sein Alter. Quick Release. Quick Release, passt schon. Hat den richtigen Buckel für sein Alter. War jetzt auch kein 30er, aber ein 25er locker. Und vor allem, es hat mal wieder einer angechattert. Und der ist ein bisschen besser. Oder ist es wieder eine Hechtflippe? Sieht nach einem Barsch aus. Ist ein Barsch. Ist natürlich viel besser. Und was ein Löwe. Wahnsinn. Tolle Fische hier. Schön gefärbt. Ah, der andere hatte noch einen richtig. Der ist jetzt so die schlanke Ausgabe, der vorhin. Der hatte echt einen richtigen Buckel. Johannes, dich nennt man ja auch den Diplom-Barschologen, ne? Weißt du, warum die Barsche so einen Buckel ausbilden? Ich habe gehört, wenn die sehr früh anfangen, kleine Barsche zu fressen, das sind die Alpha-Barsche. Ich glaube, es ist Barschfutter, aber wenn es uns einer sagen kann. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe damals schon mal gehört, dass es damit was zu tun hat, dass wenn die Fische oder die Barsche mit Hechten zusammenleben, viel mit Hechten zusammenleben, dass die dann, damit sie größer erscheinen, so einen Buckel ausbilden. Okay. Ist auch eine Theorie, oder? Ist eine Theorie. Manche würden ja sagen, es liegt am Futter. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es einer von euch besser weiß. Sehr, sehr gerne. Wir haben noch nicht den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Klar, wir fangen Fische. Vor allem du mit dem Chatterbait räumst ganz gut ab, aber geht noch mehr. Also das Gewässer hat auf jeden Fall mehr Potenzial. Wir haben ziemlich schwere Wetterbedingungen heute. Natürlich sehr schönes Wetter, aber zum Angeln ist es jetzt nicht so stimmig. Deshalb sind wir viel am, oder ich bin viel am Rumprobieren, dass wir vielleicht wirklich euch noch einen größeren Fisch zeigen können. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich wäre klar dafür. Das Ding ist halt, so wie ich das einschätze, also ich fische jetzt zum ersten Mal, das Gewässer ist für mich ein einziger Hotspot. Überall Kraut, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen flacher. Die Fische können aber überall stehen einfach. Und dadurch, dass wir im Schlauchi unterwegs sind, keinen Driftsack drin haben,
können wir den leichten Wind immerhin nutzen, um ein bisschen Strecke zu machen, Fläche abzusuchen. Und da passt mein Chatterbait halt auch dazu. Da geht ein Wurf nach dem nächsten raus und ich fäche halt unheimlich große Flächen damit ab. Für mich ist es der beste Barsch-Search-Bait, würde ich mal meinen. Klar, ein kleiner Crank, auch geil. Chatterbait fliegt ein bisschen weiter. Spin-Jig ist auch ziemlich geil zum Suchen. Gibt's aber da? Wahrscheinlich eher so in tieferen Gewässern wäre das eher mein Favorit. Ist heute nicht so der Fall. Genau, das Gewässer hier ist super flach. Ich wollte gerade sagen, wie schön es ist, dass so ein Chatterbait halt nicht 6 Haken hat wie ein Crankbait, sondern einen. Mag ich ja immer lieber. Und ist natürlich auch im Kraut besser. Und mit einem Jigspinner, mit dem sammelt man dann halt auch, wenn man die 10 Gramm Version nimmt, in so einem flachen Gewässer immer mal Kraut ein. Können wir vermeiden. Gibt ja auch den guten Bladed-Jig. Ja, Leute, die Sache entwickelt sich ein wenig zum Positiven. Wolke. Wind. Alright. Träumchen. Jetzt, wo das Wetter ein bisschen besser geworden ist, werden wir wohl den 80er Hecht fangen oder den 35er Barsch. Oder den 55er Hecht. In jedem Fall werden wir jetzt mit dem Driftsack agieren. Deswegen war der Erik an Land. Ne? Ihr wisst, ein Schlauchboot, leicht, wenig Tiefgang, extrem, ziemlich breit. Extrem windanfällig. Genau, was bei einer Windstärke 1 bis 2 noch okay war, ist bei einer 3 natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Jetzt bremsen wir die Drift ab mit dem Driftsack. Das ist ja krass. Der ist ja mal echt direkt vorm Boot eingestiegen. Macht ihn nicht größer, aber der Biss war Magic. Also ich hab's gesehen. Ich hab's auch gesehen und ich hoffe, ihr habt's auch gesehen auf meiner GoPro. Alter. Jetzt fangen wir halt noch einen krassen Fisch, würde ich sagen. Und dann Feierabend. Aber können wir im September. Eieieiei. Irgendwie fehlt da was. Schon wieder die Keule weg. Die mögen die so, die Keule. Auf die stehen die so. Der hat sich schlecht, Erik. Der wollte es dem Papa schmecken lassen. Ich frage mich echt, was denkt sich der Fisch? Also so alleine vom Durchmesser her. Größe ist halt praktisch egal. Es ist Sommerangeln. Sommer am helllichten Tag, mein Gott. Was willst du erwarten? So, und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum Thema Chatterbait. War, glaube ich, schon der Köder des Tages. Bladed Jig heißt er offiziell. Chatterbait dürfen nur offiziell die Seaman Chatterbaits heißen, weil es ein Eigenname ist. Was ist denn hier los? Hoppla. Einfach mal ganz geschmeidig liegen lassen. Nee, war kein Einschlag, war Kraut. Könnte man auch mal, bevor man sich ans Erklären macht. Jetzt sind wir beim Thema Bladed Jig, ist der offizielle Name, sagt kein Mensch, aber ist so. Sagen wir vor allem zu unserem Chatterbait, zum Zack Bladed Jig. Ihr könnt das Ding unterschiedlich führen, straight durchkurbeln in verschiedenen Geschwindigkeiten. Geschwindigkeitswechsel sind gut. Also mal Gas geben, mal langsamer werden, dann kommt er so wellenförmig und steigt immer auch an, wenn ihr Gas gebt. Ist auch eine Fluchtbewegung. Reinzupfen ist cool, weil dann das Skirt ein bisschen pumpt und die Blade auch kurz aussetzt. Also wenn ihr Verfolger habt, sehr gutes Manöver. Dann kann man das Ding jiggen oder einfach im Stop-and-Go-Modus führen. Das sind die klassischen Chatterbait-Führungsstile. Und was kann man noch machen? Auf jeden Fall einen guten Trailer drauf machen. Da würde ich sagen, der Shaky Stick von Barsch Alarm könnte eine sehr gute Variante sein, ob seiner Keule. Und dann müsst ihr natürlich schauen, dass der auch zu sehen ist, dass das Skirt nicht so lang ist, dass da nur die Spitze rausguckt von dem Schwänzchen. Man will schon, dass der Fisch, der Verfolgerfisch, noch was von dem Trailer sieht. Kann man auch mit einem Action Shad machen, ne? In dem Fall dann am besten mit einem Sexy Swimmer. Der Unterschied ist, durch den Schaufelschwanz gibt es mehr Einzugwiderstand. Dadurch läuft er dann wieder ein bisschen flacher. Macht natürlich ein bisschen
andere Sachen, verschiebt den auch womöglich auf seine Horizontalachse ein bisschen, auch eine tolle Variante. Aber der Klassiker ist auf jeden Fall mit einem No-Action-Shad. Auf einmal werden die Fische aktiv. Was für schön. Fische. Wieder kein Riese, aber hat sich das Ding schön reingehauen. Ja, Petri, heile Mensch. Petri, danke. Noch ganz kurz zur Trailerfarbe. Hat man ja viele Optionen. Gerade an den More Kiwi Bladed Jig passt eigentlich recht viel dran. Ich habe mich für Motoröl entschieden. Klares Wasser, Sonne draußen. Ist Motoröl schon immer echt ein Bringer. Glitzert fein, sehr UV-aktiv. Und die Barsche geben mir ja recht. Funktioniert ja astrein. Fisch. Schniepelhecht. Oh, wo hängt er denn? Hat sich drüber geschoben. Hammerfisch. Fisch. Oh. Chattern läuft heute aber auch. Eine Chatterbait-Orgie. Wunderschöne Fische. Vorsicht, tieffliegende. Tieffliegende Bladed Jigs heute. Aua, mein Arm. Heute Abend, ey, überall blaue Flecken von Chatterbait-Einschlägen. Da ist es passiert, Leute. Es gibt's nicht. Wir haben es wirklich gerade abmoderiert, abgeschlossen. Und dann kommt der Koffer des Tages mit dem letzten. Nein! Oh, Mensch. Alter, hat der geile Streifen. Ist Hammer. Das ein schöner Fisch. Mega Fisch. Was ein Ochse. Jo, 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 jo. Au, guter Fisch. Jetzt haben wir echt mal ein Schwärmchen nochmal gestellt. Angechattert, Mann. Läuft doch. Wahnsinnsfisch auch auf dem Chatterbait. Schön, jawollo. Anderer Trailer. Aha. Und wieder so eine schöne Farbe. Wunderschöne Fische. Das ist ja wieder typisch, ne? Oh, oh, ein Riesen. Riesennachläufer? Oder was? Bei mir? Barsch. Hecht. 90er? Nicht dein Ernst. Oh, das wär's ja. Oh, jetzt habe ich irgendwie was Größeres. Jetzt habe ich was Größeres. Das ist ein Barsch. Größerer Barsch. Da ist ein 40. Johannes erst gerade mit dem 90er Hecht als Nachläufer und jetzt. Yes! Juhu! Da ist er! Jawoll, ey! Rausgechattert, ey. Was ein schöner Barsch. Also das war jetzt mal eine heiße Nummer, ne? Ich krieg durchgemeldet, dass ich einen 90er Hecht Nachläufer hab. Werf nochmal in die gleiche Richtung. Es schlägt ein. Ich denk, okay, könnte ein Hecht sein. Und dann das Barschwipp. Man hat's noch lieber. 40er Barsch, was willst du mehr? War's ein 38er? Mir egal. Auch ein schöner Fisch. Ja! Perfekt! Guck mal, wie perfekt willst du haken? Superle! Petri, Mann! Danke! Jo. Und was ein schöner Fisch! Ja, Leute, was soll man sagen? Das lief doch richtig gut. Und zwar genau so, wie wir gesagt haben. War die Sonne weg, kam ein bisschen Wind. Hat's nichts ausgemacht, dass das Wasser so glasklar ist, dass wir im Hochsommer angeln, dass jetzt nicht die High-End-Barschzeit ist, schon gar nicht mitten am Tag. Aber der Wind hat's gebracht und vor allem der Bladed Jig. Das Ding ist einfach die Macht. Wir haben halt wirklich sau viel geschmissen, haben dann irgendwann die 20 Quadratmeter gefunden, auf dem bessere Barsche standen und dann hat's geklappert.
klar hätten wir vielleicht den 90er Hecht auch noch gern gesehen. Also Erik hatten ja gesehen, ich nicht. Ihr hättet ihn auch gern gesehen, aber man will ja nicht mehr haben, als man unbedingt braucht. Wir üben uns in Bescheidenheit, bleiben auch unserem Schlauchi treu. Das hat echt auch einen guten Job gemacht. Ohne Schlauchi heute kein Barsch, also zumindest nicht hier auf dem See. Mega toller Angeltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es super gefallen. In diesem Sinne. Tschüss, ciao.